Fäderstadt, Spezialist für Bodenbearbeitung und Drillmaschinen aus Schweden, hat zur Saison 2012 erstmals auch ein Einzelkornsägerät im Programm. Wir haben mit einem sechsreihigen Vorserienmodell der neuen Tempo in Ungarn Mais gesät. Keine Kompromisse bei der Ablage. Der Dünger wird mit tiefengeführten Einscheibenscharen, das Saatgut mit zweifach tiefengeführten Doppelscheibenscharen und nachlaufender V-Druckrolle eingebettet. Der Monitor ist von den Drillmaschinen her bekannt. Bei der Tempo zeigt er unter anderem die Genauigkeit der Saatgutvereinzelung mit Doppel- und Fehlstellenanteilen für jede Reihe an. Die Federbelastung der Druckrolle wird hinten werkzeuglos im Raster verstellt. Vorne hat man die Wahl zwischen drei Grundeinstellungen. Und für die Einstellung der Ablagetiefe gibt es eine Rändelschraube mit einer dauerhaften Skala. Und für eine Aggregatbelastung bis 325 Kilogramm wird eine Drehstabfeder verstellt. Das Herz der Tempo ist jedoch das Vereinzelungsaggregat, das von einem eigenen Generator angetrieben wird. Per Druckluft werden die Saatkörner von innen an die Lochscheibe gepresst. Saatgutschieber zu, Behälter unterstellen, Bajonettverschluss öffnen und schon hat man die Lochscheibe, zum Beispiel zum Wechseln für andere Saatgutarten, in der Hand. Jetzt erkennt man auch den dreistufigen Abstreifer mit kleinen rotierenden Scheiben, der von außen über ein Rasterrad verstellt wird. Der Name Tempo kommt übrigens nicht von ungefähr. Zwar will Fäderstadt nicht unbedingt Geschwindigkeitsrekorde brechen, aber mit Fahrgeschwindigkeiten von 12 Kilometern pro Stunde und mehr ist man deutlich schneller unterwegs als mit konventionellen Einzelkornsägeräten. Zur Saison 2012 bietet Fäderstadt die Tempo mit 6 oder 8 Reihen und Anhängedeichsel an. Das von uns eingesetzte Vorserienmodell war außerdem mit dem 1250 Liter großen Düngerbehälter ausgestattet. In dieser Ausstattung soll die Tempo rund 44.000 Euro ohne Mehrwertsteuer kosten. Laut Fäderstadt schafft man mit einer sechsreihigen Tempo dank der höheren Arbeitsgeschwindigkeit so viel wie mit einem achtreihigen herkömmlichen Maissägerät.